war kein Rekord. Noch nicht mal ein besonders weiter Streckenflug. Aber das Erlebnis war perfekt. Die Prognosen haben gut ausgesehen, für einen grösseren Streckenflug zu machen. Nachdem sind Simu, der Benz und ich am Morgen vom 24. Juni 2020 vom Niesen gestartet. Das Wochenbild hat eigentlich gut ausgesehen, nur war die Basis noch ein bisschen tief. Aber dann ist alles anders gekommen. Die Wochenbasis, die sowieso schon tief war, die ist noch weiter gesunken. Und dann habe ich auch langsam den Anschluss verloren. Der Simu, der war sowieso schon über alle Berge. Und der Benz, den man gerne gesehen mit dem grünen Mentor, ist mir auch langsam abgehauen. Kurze Zeit später haben wir dann schon das nächste Problem gehabt, die Thermik davon abstellen. Für einen ganzen Volkreis im Sinken hat es zwar das mal nicht gelangt und glaubt mir, ich habe wirklich danach gesucht. Aber integriertes Steigen zu finden, ist langsam schwierig geworden. Es hat eine Lösung gegeben für das Problem und die meisten anderen Piloten, die an diesem Tag auf Niesen gestartet haben, so gemacht. Zwischenlanden auf der Mäckiser Alp und wieder starten, wenn die Thermik wieder besser ist. Auf diese glorreiche Idee bin ich aber der erste gekommen, als ich schon an der nächsten Krete am Kratzen war. Dort konnte ich mich zwar heben, wirklich hochgekommen bin ich aber nicht. Nach einer halben Stunde hat es mir dann gelangt, dann bin ich halt wieder retour geflogen und tief unten an der Mäckiser Alp reingelandet. Dann durfte ich halt hochlaufen. Stopp! Das war jetzt also noch nicht das perfekte Streckenflugerlebnis gewesen. Bis jetzt haben wir die Erwartungen in 4 Stufen von ziemlich hoch auf quasi null abgebracht. Gegen die halben 3 hat die Thermik gleich langsam wieder ein bisschen anfangen. Und jetzt geht's los. Nach etwa 40 Minuten Basteln haben wir dann eingesehen, dass es nicht weiter rauf geht und sind mal auf die andere Talseite rüber schauen, wie es denn dort ist. Dieser Plan ist überhaupt nicht aufgegangen. Die andere Talseite war irgendwie überspült und so hat es uns einfach nur runtergewaschen. Wir konnten uns die haarscharfe Mittelkonsole retten. An der Mittelkonsole ist es zwar nicht besonders hoch gegangen, aber von dort hat es uns dann wieder ein klassischer Soaring-Spot von Mäckiser Alp gelenkt. In der Alp habe ich unfairerweise einen Schlauch verwutscht, der eben ein bisschen weiter ist aufgegangen. Von dem her geht meine Reise jetzt leider allein weiter. Vorerst mal Richtung Niesen. Wegen der vielen Abschattungen war die Thermik zwar dünn gesagt und teilweise schwer zu zentrieren gewesen, aber es ist immer weiter gegangen. So, da Da. Ich bin mit überspülten Niesen und versuche etwas aufzudrehen. Ich bin mittlerweile auf 2,60 oder 2,15, je nachdem, welches Vario zählt.
Schau, jetzt steigt es wieder etwas besser. Maximale Höhe machen. Und wenn es verlängt, kann ich dann vielleicht um Reichenbach herumfliegen. Und an der Erlinggrat. Das ist aber weit her. Es war zwar feierlich ein Bastu, dort raufzukommen, aber ich wollte unbedingt an die sonnenbeschonene Westflanke des Niesen. Nicht, dass es streckenflugtechnisch nötig wäre, aber es war verdammt schön. Ich habe entschieden, mal noch zu probieren, auf Interlaken zu fliegen. Für das musste ich zuerst mal eine sehr weite Querung zum Lasergerät machen. So hatte ich im perfekten Panorama schnell 20 Minuten Pause. Hier hat die Magie langsam so richtig angefangen. Ich bin am Lasergerät auf der perfekten Höhe angekommen und dort ist quasi der Schlauch des Tages gestanden. Oben innen mit bis zu 4 Metern steigen. Berghorn ist dann schon der nächste Schluch gestanden. Mit dem hatte ich dann die Gleitdistanz bis auf Interlaken gehabt. Mit dem ist dann plötzlich so die Überlegung gekommen, könnte ich von Interlaken sogar noch weiterfliegen? Eigentlich hatte ich ja vor, am Amisbühl nochmal zu versuchen raufzukommen. Aber während ich auf der Thunersee-Querung war, hat es dort komplett alles abgeschattet. Aber es gibt ja noch den Harter. Wie immer ist es am Harter zuverlässig aufgegangen, allerdings wirklich nicht hoch. Die einzige Chance, jetzt noch weiter zu kommen, ist der Erlinggrat. Aber das wird verdammt eng. Am Erlinggrat bin ich zwar super tief angekommen, aber es ist sensationell gestiegen. So konnte ich dann am 4. ab 6 Uhr am Abend über dem Morgenberghorn auf Basishöhe das Leben geniessen. Mein Plan war hier, über den Renkpass ins Kiental und dann auf Frutigen zu fliegen. Richtung Niesen wäre wegen dem starken Westwind und dem Luftraum Reichenbach nicht möglich gewesen. In der Abendsonne, Sonnenstrahlen im Dunst, die Stimmung war einfach der Wahnsinn. Die Höhe für den Abgleiter auf Frutigen hatte ich schon längstens, aber es ist noch leicht gestiegen.
So habe ich in aller Ruhe meine Kreise gezogen und noch nach der halben Siebne die grösste Höhe vom Tag erreicht. Nachdem ich gar nichts mehr erwartet, so spät am Abend noch die letzte Thermik auszudrehen und die unglaubliche Stimmung zu erleben. Das war für mich ein perfektes Streckenflugerlebnis. Bis das Video ist fertig war. Sally überhaupt. Cool, hast du das Video mal bis dahin geschaut? Jetzt gibt es einfach etwas, das ich noch schnell loswerden wollte. Also, es war ein hoher Aufwand, das Video zusammenzubauen. Es hat mal angefangen damit, die ganzen Werte wie Geschwindigkeit und Vario auf das Video drauf zu tun. Das habe ich mit der schwer gemacht. Dann habe ich die Musik komplett selber gemacht, im Logic. Und dann der Schnitt selber ist einfach x-fach aufwendiger gewesen, als ich mir das vorgestellt habe. Okay. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich noch mehr solche Videos machen möchte. Weil es halt einfach wirklich sehr aufwendig ist und ich noch nicht weiss, ob sich der Aufwand lohnt. Jetzt kannst du beeinflussen, wie die Entscheidung ausgeht. Natürlich freue ich mich sehr über ein Like oder ein Abo. Wenn du jetzt findest, hey, ein geiles Video, ich will noch mehr so Zeug sehen. Dann könntest du mir das Video noch teilen, auf Facebook, auf WhatsApp, was auch immer. Und das bringt mir natürlich näher am meisten. Schreib mir sehr gerne in die Kommentare, was dir gefallen hat oder was ich vielleicht noch besser machen könnte. Ich bin noch Anfänger im Videoschnitt, von dem her gibt es sicher viel, was ich noch falsch gemacht habe. Und freue mich natürlich dort über Feedback. So oder so, habt es noch gut. Dann hoffentlich bis bald wieder in Luft. Und einen schönen zusammen.